Deutschlands beste Autofahrer. Das Dekra-Testgelände in Klettwitz ist die letzte Station vor dem großen Finale. Also auch die letzte Chance, sich einen der 40 begehrten Startplätze zu sichern. In puncto Sicherheit hat sich seit der ersten Suche nach Deutschlands besten Autofahrern vor 24 Jahren einiges getan. Verschiedene Assistenzsysteme sollen Fahrer und Fahrerinnen unterstützen. ABS, ESP oder Bremsassistent heißen sie. Aber was bedeuten sie und was macht so ein Bremsassistent eigentlich? Was macht der Bremsassistent? Er bremst. Was macht der Bremsassistent? Der unterstützt mich beim Bremsen. Wie macht er das denn? Wie macht er das elektronisch geregelt? Der windet sich hier raus. Also das System nennt sich Bremsassistent, ist heute bei modernen Fahrzeugen serienmäßig an Bord. Und das will den Fahrer unterstützen in einer kritischen Bremssituation. Weil es gibt eine Untersuchung, die besagt, dass 90% der Autofahrer, egal ob Männlein oder Weiblein, in Gefahrensituationen nicht richtig bremsen können. Und dieses System stellt fest, wie schnell tritt der Fahrer auf die Bremse und steuert dann, wenn eine gewisse Geschwindigkeit da ist, den vollen Bremsdruck ein, obwohl vielleicht der Fuß noch gar nicht den vollen Bremsdruck aufgebaut hat. Der Fahrer muss sich nicht auf das System einstellen, sondern das System reagiert im Endeffekt auf die Handlung der Person, die hinterm Lenkrad sitzt. Sodass für denjenigen, der ein Fahrzeug wechselt und jetzt einen Bremsassistent an Bord hat, im Endeffekt keinerlei Umstellung erforderlich ist. Kommt es erstmal zu einer Vollbremsung, greift dann auch noch zusätzlich eines der bekanntesten Systeme dem Fahrer unter die Arme. Also zu den wichtigsten Fahrassistenzsystemen gehört nach wie vor das ABS-System, also das Anti-Blockiersystem. Das verhindert bei einer Vollbremsung das Blockieren der Räder und erhält dadurch die Lenkfähigkeit des Fahrzeugs. Das ist der große Unterschied zu älteren Fahrzeugen, die kein ABS-System haben. Dort würden die Räder blockieren bei einer Vollbremsung und blockierte Räder sind dann nicht mehr lenkfähig. Und das ist eigentlich das größte Problem gewesen vor einigen Jahren, dass wenn ein Notfall eingetreten ist, man hat die Vorfahrt missachtet, man musste eine Vollbremsung machen und der Bremsweg hat nicht gereicht, dass man dann während der Vollbremsung angefangen hat zu lenken, aber stehende Räder lenken nicht und man ist dann praktisch mit stehenden, eingeschlagenen Rädern ins Hindernis hineingekracht. Krachen könnte es auch, wenn man sein Umfeld beim Autofahren nicht genau im Blick hat. Doch nicht jeder Winkel lässt sich so ohne Probleme sofort überprüfen. Dann reagiert er, weil ich das sehr schnell mache. Toter Winkel dürfte jedem bekannt sein, vom Wort her. Ja, das ist der Winkel, in den man mit keinem Spiegel reingucken kann, weder mit dem Innenspiegel noch mit dem Außenspiegel. Das heißt, wenn sich da ein Fahrzeug links oder rechts, wie auch immer, befindet es sich bereits am Heck unseres Fahrzeugs, also in Höhe des hinteren Seitenfensters. Und da ist natürlich, wenn ich einen Fahrstreifenwechsel mache, ein Schulterblick erforderlich. Und bei diesem System ist es so, sobald ich den Blinker setze, um zum Beispiel einen Fahrstreifenwechsel zu machen, nach links, dann leuchtet, wenn sich dort ein Fahrzeug befindet, in dem Außenspiegel eine kleine gelbe Lampe auf, die mich darauf hinweist, Achtung, da ist jemand im toten Winkel. Es erleichtert das natürlich durch eine Vorwarnung durch diese gelbe Lampe, dass ich bereits beim Blinkersetzen darauf hingewiesen werde, also rechtzeitig darauf hingewiesen werde, bevor ich jetzt rüberlenke, dass da jemand ist in einem toten Winkel, ein anderes Fahrzeug. Aber es nimmt mir natürlich nicht die Verantwortung ab, den Schulterblick trotzdem zu machen. Also man sollte sich nicht grundsätzlich hundertprozentig auf diese Assistenzsysteme verlassen. Was glaubst du denn, welches der Assistenzsysteme wirkt bei dieser Fahrübung? Das ESP. Das ESP? Ja. Wofür steht ESP? Elektronisches Stabilitätsprogramm. Okay, und kannst du im Detail erklären, was es bewirkt? Also bei Übersteuern oder Untersteuern des Fahrzeugs wird je nachdem ein Rad oder mehr Räder einzeln abgebremst, um das Auto zu stabilisieren und in der Spur zu halten. Wenn ich zum Beispiel in Kurven zu schnell fahre, dass das Auto nicht ausbricht. Bremst gezielt kurveninneres Rad ein, zum Beispiel. Elektronisches Stabilitätsprogramm, wie es der Name schon sagt, soll und macht es auch, hilft das Fahrzeug in Grenzbereichen zu stabilisieren. Stabilisieren heißt, es wird
zumindest versuchen, das Fahrzeug beim Untersteuern in den Grenzen zu halten oder auch beim Übersteuern. Das erfolgt in der Regel durch Bremseneingriff an einzelnen Rädern, sowohl beim Untersteuern als auch beim Übersteuern. Also Untersteuern wäre über die Vorderachse und Übersteuern wäre, das Fahrzeug bricht entsprechend mit dem Heck aus. Und dort werden unterschiedliche Räder eingebremst, um diese Dreh- und diese Gierbewegung zu verhindern. Weiterhin gibt es einen sogenannten Lenkwinkelsensor, der vergleicht permanent Geschwindigkeit und Kurvenradius und würde auch gerade in der Beschleunigungsphase einmal eingreifen über die Bremsen und zusätzlich in das Motormanagement. Das heißt, selbst wenn der Fahrer Vollgas geben würde beim Eingelenkten, beim Kurvenfahren in der Beschleunigung, würde er nur begrenzt Gas zur Verfügung gestellt bekommen. Wenn man ohne System auf Mitsystem umsteigt, ist es ganz einfach. Man darf jetzt nicht denken, ich habe ja und ich kann jetzt. Damit ist eigentlich alles gesagt. Andersherum, wenn man ein System hatte, ABS oder ESP in einem Fahrzeug und steigt auf ein Fahrzeug ohne System, dann ist das wesentlich kritischer unter Umständen. Wer all diese Systeme am Ende perfekt beherrscht und somit Deutschlands bester Autofahrer wird, das entscheidet sich im Finale am 3. August.